Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, mit guten Vermittlungsnachrichten können wir unsere heutige Folge beginnen. Die vor einer Woche vorgestellte Wasserschildkröte konnte zu ihrem Besitzer zurückkehren und die ängstliche Fundkatze hat Interessenten gefunden. Nun wird getestet, ob das Dampfpfötchen im neuen Zuhause als Zweitkatze ein spannendes Leben verbringen kann. Im Fokus steht heute eine Katzenfamilie, die ebenfalls auf ein neues Leben hofft. Vor einigen Wochen wurde sie bereits in einem Zeitungsartikel vorgestellt. Daraufhin erreichten das Tierheim viele Spenden, für die sich die Tierheimmitarbeiter an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Die Katzenfamilie wurde am 1. Mai in Langenhain gefunden, wo sie in einem Karton einfach ausgesetzt worden war. Neben der Mutter befanden sich 6 Junge in der Kiste. Eines der Babys war bereits verstorben. Eines der jungen Kätzchen konnte inzwischen schon vermittelt werden, ein weiteres hat Interessenten. Nun suchen auch die Mutter, die wahrscheinlich im Mai 2016 geboren wurde, und ihre restlichen Kinder ein Zuhause. Eines der Katzengeschwister, ein Katerchen, muss aber noch eine Weile im Tierheim bleiben. Ihm steht eine Nagelbruchoperation bevor. Danach soll auch er in ein schönes neues Revier vermittelt werden. Die Katzenmama sollte in ein Zuhause mit Freigang kommen, in dem sie herumstreifen kann. Die 2 niedlichen Katzenmädchen können ebenfalls an Freigang gewöhnt werden, aber auch in eine Wohnung ziehen. Sie sollen nicht zwingend zusammen vermittelt werden. Als Wohnungskatze wäre es jedenfalls optimal, einen Gefährten zu haben, denn zu zweit kommt bei solch kleinen Kätzchen in einer Wohnung keine Langeweile auf. Die Mutter und ihre kleinen Kinder haben schon viel Schlimmes erlebt. Nun hoffen sie auf ein Katzenleben voller Geborgenheit.